So, angeblich bin ich schon live. Ich sehe nichts. Offline. Warum sehe ich nichts? Das ist doch Tick. Also. Und warum funktioniert die Webcam nicht? Ach so. Ah ja, okay. Ice Dancer ist schon mal da. Stelle ich mich wieder doppelt. Gut. So. Phase 1 schon mal geschafft. Wieso sehe ich dich denn nicht im Chat in OBS? Ah, okay, weil dann Pop-up drüber war. Ideal. So, jetzt muss ich bloß noch die Webcam fixen. Kannst du mich hören, Ice Dancer? Also klappt Ton? Perfekt. Wunderbar. Ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass ich von dem Rechner aus stream, deswegen. Ja. Immer Glückssache, ob alles klappt. Sie leuchtet halt auch überhaupt nicht. Neulich bei Discord ging sie. Wie kommst du denn darauf? 2, 4, 6, 8, 10, 11 Versionen. Naja, gut, sind nicht mehr alle in Benutzung, aber. Ein, zwei Dinge mache ich damit. Ja, habe hier sogar noch Visual Studio offen. Gerade noch an CyberTD gearbeitet. So, Kamera, Kamera, Kamera. Bin schon wieder perfekt vorbereitet. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde früher angefangen und die halbe Stunde habe ich gebraucht, um überhaupt GitHub wieder zum Laufen zu kriegen. Geht denn jetzt die Scheißkamera nicht? Deaktiviere. Videoaufnahmegerät. Wenn ich sie neu hinzufüge, geht's. Interessant. Ja.
So, ziehen wir mich mal nach da. Wunderbar. Ja, also schlechte Vorbereitung ist schon das Wichtigste. Gut, dann brauche ich meinen schlauen Zettel vom Let's Play. Sieht man? Alles, was ich mir notiert habe, was wir dann, oder was ich da an Bugs gesehen habe, also vor allem Textfehler, muss ich bloß meine Sauklaue noch ein bisschen entziffern können. Gut. Ja. Sieht man vielleicht mal, womit ich immer gearbeitet habe. Ich habe immer, wenn ich für irgendwelche anderen Mods irgendwas packen musste, also die Achievements hier für Odyssey oder ein Patch für Odyssey oder die Sprachausgabe für Odyssey oder für zig andere Mods, habe ich das immer in den Xerxes-Rückkehr-Ordner rein, weil da war halt immer alles richtig aufgesetzt und hat funktioniert. Deswegen habe ich das einfach dann immer, ja, benutzt. Interessantes Licht. Ich habe so eine Stehenlampe neben mir, weil das ein viel schöneres Licht macht als die Zimmerlampe. Ja. So. Womit fangen wir denn an? Xardas Dialog, Orgfriedhof, letzter Satz vertauscht. Der Wahnsinn. Damit lässt sich arbeiten. Das ist auch so ein Scheiß, den machen wir jetzt erstmal rückgängig. Ah, das wird. Na egal, Scheiß. Also auf Git History. Ich habe damals die Dialoge in. Oder die NPCs in Unterordner, wenn sie gerade vertont werden sollten oder schon vertont waren. Aber das ist halt richtig scheiße, wenn man nie weiß, welcher NPC in welchem Ordner ist. Außer man weiß auswendig, wer gerade vertont wird oder wer nicht. Alles geändert, wunderschön. So. Guck mal, erste Aktion schon getätigt. Also Xardas Dialog, Orgfriedhof. Das muss ja dann im Mirental eigentlich gewesen sein. Bin ich auch mal gespannt, ob das im Notepad richtig funktioniert, weil ich noch mich erinnere, dass da ja die Codierung teilweise geändert wurde. Aber bleibt bei ANSI, das ist schon mal gut. Und ich habe ein paar Makros hier ins oder Befehle installiert. Mal gucken, ob das funktioniert. Sehe ich hier eigentlich in dem Overlay irgendwo? Fünf Leute schauen gerade zu. Na gut, einer davon bin wahrscheinlich ich. Ich habe es jetzt links offen und rechts. Also ich sehe maximal alles. Orgfriedhof. Förderung. Bei den späteren Bugs habe ich es mir ein bisschen leichter gemacht. Ja, Orgfriedhof. Naja, da haben wir es doch schon. Das hier muss eine 14 sein, das muss ein Self sein und das muss ein Hero sein. So. Ja, genau, hier haben wir jetzt mein Makro. Es wird jedes überflüssige Space, was irgendwo ist, wegrationalisiert. Das heißt, hier war vorher ein Space drin und jetzt ist es weg. Naja, passt schon. Oh. Ah, das könnt ihr leider nicht hören. Aber meine Fröschlein rufen wieder. Jetzt habe ich theoretisch, muss mal gucken, ob ich den ja auch schon offen habe. Nicht. Hier eine Changelog und theoretisch könnte ich hier natürlich alles reinschreiben, aber gerade bei so Kleinkram ist es immer ein bisschen lästig. Deswegen würde ich sagen,
mache ich ein allgemeines Fixed Dialog Issues. Gut. Klappt pushen auch, das ist jetzt die Frage. Oh, geht. Okay. Der Hammer, wie das alles funktioniert. Ich habe jetzt schon eine Weile nichts mehr an CS Rücker gemacht. Hat vielleicht der ein oder andere gemerkt. Ich weiß nicht, irgendwie haben jetzt voll viele Leute scheinbar Bock, CS Rücker weiterzumachen. Also, außerhalb des Teams. Ich hasse das, wenn Kulis nicht gehen. Ich frage mich immer, warum wollen die Leute... was ist denn das? Wollen die Leute existierende Mods weitermachen, statt an den eigenen zu arbeiten? Also ist es nicht cooler, eigene Ideen zu verwirklichen? Also ich fand es immer cooler. Das würde mich ja mal interessieren. Oder ist CS Rückkehr einfach so krass, dass da jeder dran arbeiten will? Gott, Story-Dialoge. Immer dieser Mix aus Deutsch und Englisch. Alter, ich kann meine Schrift hier nicht mehr lesen. Haben dir Gurke? Aber Gurke kommt im CS Rückkehr nicht vor. Naja, gucken wir mal. Haben dir... Na, haben dir wird bestimmt ein paar Mal vorkommen. Oder gar nicht. Hä, was heißt denn das? Huben dir? Kann auch ein U sein. Weil Kommandoreihenfolge beim Grab ist doch richtig, oder? Oh Mann. Ja, meine Mama hat früher mal gemeint, ich werde mal Doktor oder Arzt, weil ich so eine Sauklaue habe. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Also der nicht durchgestrichene Punkt. Das erste Wort ist halt, da ist der Kuli nicht richtig geschrieben. Deswegen kann man es nicht richtig lesen. Und ich bin mir nicht sicher, welche Buchstaben das ist. Also es könnte ein A sein, es könnte ein U sein, aber irgendwie gibt es weder das eine noch das andere. Und das letzte Wort kann ich überhaupt nicht entziffern. Das macht keinen Sinn. Das fängt mit einem G an. Und es sieht aus wie... Gune? Guke? Oder Gwne? Naja, machen wir mal das nächste Wort. Das müsste einfach sein. Orksha Mene. Das haben wir bei Xardas. Na, das war ja einfach. Ach, das sehe ich doch hier schon irgendwo. Okshamane. Okshamine. Also, muss ich mal aufpassen, was auf welchem Bildschirm ist. So, nächster Fehler. Oh, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich die Umlaute nicht... Aber wir haben ja geschaut, es ist ja auf ANSI, passt. Ich glaube, das war nur ein Problem bei neuen Dateien. So, Ich habe auch gleich eine lustige Anekdote. Wenn ich einen Fix mache, dann pushe ich den in der Regel immer direkt. Und...
Bei unseren Spieleprojekten arbeite ich ja nicht alleine. Und unser Grafiker, wenn der was pushen will, also hochladen für alle, für die jetzt, die nicht so im Gitslang drin sind oder so, oder im Version Control, der hat dann meistens größere Commits, also mehrere Sachen auf einmal, die er dann committen will. Und es dauert immer ein bisschen, bis er da fertig ist und hochladen kann. Und jetzt ist es so, dass ich in der Regel dann in der Zwischenzeit, also er muss runterladen, damit er hochladen kann. Macht also seinen Pull, macht dann seine Änderungen und will dann pushen. Kann aber nicht, weil ich in der Zwischenzeit schon wieder was hochgeladen habe. Über der Rettung. Lee. Ja, und jetzt zeigt sich schon mal, dass es ein Vorteil ist, dass ich hier alles wieder in einen Ordner gepackt habe, weil früher musste ich dann immer suchen, in welchem Ordner ist denn jetzt Lee. Der Rettung. Das Sumpflocker war außerordentlich zufrieden über die Rettung. Ja. So, das haben wir auch erledigt. Oh, das nächste ist auch gut. Wieder offen. Ich habe tatsächlich noch ein paar Fehler gesehen, die ich mir aber nicht notiert habe, weil ich so faul war. Weiß das? Bababam. Miete offen. Wahrscheinlich sollte man eigentlich nochmal sämtliche Dialoge durchgehen. Da sind bestimmt noch hunderte Fehler drin. Weiß übrigens auch noch nicht, wie lange ich heute mache. Mal gucken. Hängt auch ein bisschen von euch ab vielleicht. Je nachdem, wie viel Resonanz da ist. Ich habe es auf 2 Stunden angesetzt, aber mal gucken, ob ich so lange Lust habe. Wir wollen es ja nicht gleich übertreiben, ne? So, das ist ein größerer Umbau. Das ist was checken. Was ist denn jetzt das haben dir? Also es wird ja auch im Zusammenhang mit der Romanin-Quest gewesen sein. Ich jetzt das Let's Play nochmal nachschauen. Aber ich könnte einen Buchtext, obwohl, nee. War das Dialog Orgfriedhof? Lee vielleicht wieder. Wenn dir. Ah, tatsächlich. Hier habe ich noch ein paar Teleportspruchen für dich. Haben die. Ach, Gurus heißt es. Also ich habe hier definitiv nicht Gurus hingeschrieben. Ja, das H war groß, deswegen habe ich es vorher nicht gefunden. Na gut. Ist blöd, jetzt habe ich die schnellen Fixes schon fertig. Hat zufällig jemand noch einen leichten Fix? Ja, das ist halt ein größerer Umbau, da habe ich jetzt weniger Lust drauf. Spinnen. Achso, wir können. Was wichtig wäre, wäre dieser dumme Crash-Bug oder Freeze, wenn man besiegt wird von einem menschlichen NPC und regenerieren kann.
Da muss ich jetzt mal überlegen, wo das drin war. Beziehungsweise. Das ist wahrscheinlich irgendwo hier gewesen. Nee. Scheinbar nicht. Na, fast. Itri-Heilung, Ring der Heilung. Mod-Heilung, Ring. Und das ist dann in Funktionen. Dauerfunk wahrscheinlich. Ja. Könnte auch hier drin sein. Oh Mann, als würde ich meine Mod noch kennen. Weil das darf ja dann eigentlich nur passieren, wenn die HP größer. Ah nee. Boah. Jetzt ist die Frage. Man geht in dem Moment down. Aber ist man in dem Moment schon down? Naja, müssen wir mal ausprobieren. Das machen wir jetzt mal so, wie man es machen sollte. Und jetzt ist natürlich überhaupt nichts aufgesetzt auf dem Rechner wahrscheinlich. Obwohl ich hier schon mal, glaube ich, gemoddet habe. Naja, gucken mal. Ach Gott. So, dann brauche ich hier das, das, das anwenden. Passt. Steuerung 0. Impact, mehr brauchen wir jetzt nicht. Skripte kompilieren, Fenstermodus. Joa, gucken wir mal, ob das hinhaut. Ja. Startup Gothic Fate Before. Unverschämtheit. Das ist aber ganz schön langsam. Also mich wundert ein bisschen, dass dieser Bug nie reported wurde oder mir zumindest nicht bekannt war. Aber er passiert mir im Let's Play ja ständig. Also wenn man besiegt wird mit dem Ring der Heilung. Also wenn man den equipped hat und von einem menschlichen NPC besiegt wird, dass man dann, also dass dann das Spiel einfriert. Oh. Naja. Okay, das habe ich gerade vermurkst. Gott. Da brauchen wir natürlich einmal das. Dann möchte ich gerne dich und immer. Für immer. Progress. Das fliegt raus. Hallo, Herr Sebastian. Du auch hier? Achso, sorry.
Hallo, Herr Wilson. Ich kenne Sie ja noch gar nicht. Wer sind Sie denn? Was verpasst, wie wir schon ein paar Fehler in Dialogen behoben haben. Also ich. So, jetzt bestens vorbereitet hier. Das ist der Wahnsinn. Und doch, aber damit geht's. Oder auch nicht. Achso, nee, das ist dieser dämliche Ladefehler. Meine Güte, ist das langsam. Eigentlich brauche ich den Z2 ja gerade noch gar nicht. Ich habe noch keine Logs eingebaut. Really many entries not found. Ja, ist mir egal. Okay, da habe ich mich also am Anfang mal hingecheatet. Dann brauchen wir. Achso, nicht doof. Ja, okay, von wegen ich bin doof, der ist doof. Ja, komm, schlag mich. Typisch. Im Let's Play passiert es mir jedes Mal und hier natürlich nicht. Aber wie sieht es denn jetzt aus? Ich habe schon wieder 15 HP. Joa. Optimal. Halt nicht reproduzieren kann, ist schlecht. Machen wir das anders. Dann nehme ich einmal diesen Ordner. Aktuellste. Geil. Safe Game Nummer 5.
Also das ist jetzt mein Save vom Let's Play. Also da ist es ja ständig passiert. Da die Frage, ob wir es jetzt irgendwie reproduziert kriegen. Übrigens fehlen mir nur noch 2 Follower bis 20. Also hier auf Dings Twitch. Ja, der Wahnsinn. Hat nur, keine Ahnung, wie lange gedauert. Ein paar Jahre. Oh, Perlentaucher. So, dann nehmen wir aber meine andere Waffe. Und dann brauche ich einen humanoiden Gegner. So, wer möchte mich denn gerne hier verprügeln? Du siehst doch so aus, nach Mane. Ach Mann. Ich zeige im Inventar. Ja, gut, ich muss das Gott, das ist ja der Mod-Ordner, da habe ich die Reihenfolge ja mal geändert gehabt. Das war verrückt. Also, dass die Rüstung ganz unten, da sind wir die ja eher am seltensten gewechselt. Da kann ich gar nicht wissen. Ey, das kann doch nicht sein, dass der Feder jetzt nicht hier auftritt. Oder habe ich den hier schon behoben? Und es ist bloß nicht released. Das glaube ich eigentlich nicht. Also das letzte Tag ist schon eine Weile her. 1.09. 3. Dezember 2020. Ja, okay. Haben wir denn seitdem gemacht? Edit missing Semikolon. Also das haben wir gefixt. Typos. Okay, da ist auf jeden Fall nicht dieser Fehler drin. Apropos, wir müssen noch das ist nicht so wichtig. Das ist auch nicht so wichtig. Aber die Datei ist wichtig. Also im Changelog steht nicht, oder beziehungsweise in der Git History steht nichts, was. Ja, obwohl dieser Commit hier vielleicht, der hat keine Nachricht. Achso. Fixed a quest never being completed. Das ist ja auch sehr aussagekräftig. Also das seht ihr gerade gar nicht. Bei Tod. Also, ich weiß, dass es auf jeden Fall passiert ist bei den drei Paladinen bei Lich, Lich, wie auch immer. Und die würden einen, glaube ich, töten. Kann natürlich sein, dass es beim Tod war, ja. Aber es passiert halt bloß bei Menschen. Naja, dann lass doch mal da hingehen, dann probieren wir es mal bei denen aus.
Ach, wenn es nicht mal so lange dauern würde. So, dann seht ihr auch ein bisschen mehr. So, gab's. Was ist denn der nächste Teleport bei? Beim Sonnenkreis. Eigentlich egal, ich kann mich ja hinschieben. Scheiß Wasser. Weg. Ups. Weit. Da will ich hin. Nein. Will ich denn jetzt? Da will ich hin. Bin trotzdem zu weit, oder? Muss dann auch den Dauer des Rennen-Patch noch aktivieren hier für den Mod-Ordner, damit das ein bisschen schneller vorangeht. Gerade wenn man nicht weiß, wo man genau hin muss oder wie man schnell hinkommt. So, dann machen wir hier mal noch ein Save. Und habt ihr den Finsterling erwischt und erledigt? Hallo. Ist hier nicht mal mehr passiert? Achso. Ha, ein weiter Michel, aber. Weg mit der. Geht dich nie wieder mit mir an. Passiert wieder nicht. Was habe ich beim letzten Mal anders gemacht? Ring aktiv? Ring der Heilung ist aktiv, ja. Ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass ein Bug sich oder dass er sich anders verhält, wenn man. Wenn man testet. Muss ich jetzt aber noch eine andere Waffe. Nicht so geplant Und gewesen. habt ihr den Finsterling erwischt und erledigt? Naja, funktioniert. Ah, Michael, aber in wenigen Sekunden wirst du dir darüber nicht mehr. Okay. Ja, also geht hoch. Nicht immer wieder bei 1. Also, was denke ich auf ich jeden Fall, was ist, wenn man bei 0 ist, dann sollte man nicht mehr heilen. Kann sein, dass das Problem schon löst, aber ich hätte das Problem halt gern einmal nachgestellt, damit ich sicher sein kann, dass ich es dann auch behoben habe. Ich kann natürlich auch mal
Hier gucken. Ob ich es damit reproduziert krieg. Also mit der gelaunchten Version. Aber das bringt mir dann eigentlich auch nicht so viel. Kann mir einer sagen, ob dieser Bug hier normal ist? Also haben den andere auch gehabt? Passiert bloß mit dem Renderer. Im Moor von Relendel. Beziehungsweise generell in Relendel, das Gebirge außenrum oder alles an Gebirge ist einfach nicht sichtbar. Okay, dahin. Ja, okay. Weil hier funktioniert es halt. Es ist wirklich nur in Relendel, aber es. Also, als wir das erste Mal in Relendel waren bei meinem Let's Play, da ist das doch nicht der Fall gewesen, oder? Gab es in der Zwischenzeit einen neuen Renderer? Ein neues Renderer-Update? Also kann natürlich sein, aber. So. Gucken wir mal. Blablabla. Und? Habt ihr den Finsterling erwischt und erledigt? Also da könnte man natürlich noch fixen, dass die einen nicht angreifen. Weil das ist ja auch nicht richtig. Weg mit der Waffe. Ja, hier passiert's. Und ich habe hier jetzt auch nichts anderes gemacht als im Mod-Ordner. Tja. Sieht man eigentlich irgendwo, in welcher Auflösung gestreamt wird? Stellungen. Ah, 4K, passt. 4K 60 FPS. Das ist so geil, dass ich in 4K streamen kann. Dass weder der Rechner in die Binsen geht, noch der Upload. Na gut, ich habe auch bloß 6 Mbit, wie es aussieht. Wird dann total verpixelt sein. Naja. Okay, also ich kann den Fehler nachstellen, wenn ich ohne. Vielleicht liegt es ja an einem von den Patches. Man weiß es nie, man weiß es nie. Kann auch an dem Platzblätz oder sowas liegen. Oh, vielleicht wirklich. Naja, wir gucken mal. Aber du hast doch jetzt auch schnelleres Internet. Kannst du doch auch ein bisschen was Besseres laden. Gut, du hast keinen 4K-Monitor, ne? Aber es geht ja auch bloß um das, was man könnte. Oh, wann kann man denn eigene Emojis machen für den Chat? Wieso bin ich jetzt im Fullscreen? So, also. Ja, was davon hatte ich jetzt gerade in. Das Zielen war auf jeden Fall aus. Schwierigkeit normal von mir aus. Balken alt. Ja, das dürfte eigentlich keinen Impact haben. So, wir nehmen dieses Save. Jetzt sieht es gefühlt im Stream schärfer aus. Okay, jetzt nicht mehr. Also, wir gehen hier rein.
Und? Habt ihr den Finsterling erwischt und erledigt? Sieht doch auch anders aus als im Let's Play, oder? Mit dem. Gab's da ein Update? Ein Weib mich erlebt, aber in wenigen Sekunden wirst du. Eine Statistik. So, bitte killt mich. Bitte killt mich. Mach dich nie wieder mit mir an. Was meinst, wieso hast du jetzt nicht im. Da steht doch Fenstermodus. Was ist das für eine Verarsche? Das ist aber nichts von einem Update. Falsch. Zeige wichtigsten Statistiken. 7.5.23. Also irgendwie habe ich es noch so in Erinnerung. Aber das kann ja eigentlich nicht sein. Egal. Also wir sind hier. Ja, und jetzt haben wir nämlich das Problem. Wir haben einen Bug, den ich nicht nachstellen kann. Also nicht in der Debug-Umgebung. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wie die Syntax war bei Gothic. Müsste aber passen, oder? Da, 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 da. Oh. Da ist noch die teutonicteam.de Domain. Die ist jetzt übrigens wieder frei, falls die jemand möchte. Also ich habe den Webserver da mal. Ach, das liegt jetzt am Renderer. Ja, okay. Hab den Poster gekündigt und ja, das ist die Domain. Und? Habt ihr den Finsterling erwischt und erledigt? Also zumindest nicht optisch. Ha, mich aber. Jetzt habe ich es revolutioniert, okay. Den Fix hat es also schlimmer gemacht. Okay. Wie kriege ich jetzt raus, was das verursacht? Ja, Renderer ist deaktiviert. Wieso kam denn gerade das Menü vom Renderer? Wird ja immer bunter hier.
Also das ist ohne Renderer schon, ohne... Ja, wieso habe ich den jetzt hier Fullscreen? Ich habe immer im Fenstermodus getestet früher, weil es halt einfach... Ja, hast halt nebenbei noch Sachen anschauen können. Also, Lock zum Beispiel, mit Sets bei. Ja. Ist schon nicht so schnell jetzt. Check ich halt nebenbei Mails. Aber es dauert ja echt ewig. Aber wenigstens tut sich noch was. Gerade die Genehmigung bekommen, also die Mail bekommen, dass unsere Trading Cards für CyberTD genehmigt wurden. Das ist ja cool. Aber eigentlich damit gerechnet, dass Valve dann sagt, oh, da müsst ihr da noch was ändern und hier noch was ändern. Da gefällt uns dieser Pixel nicht, macht doch was anders. Aber gut, die kriegen halt auch täglich so viele Anfragen, die dann auch keinen Bock haben, jeden Scheiß zu testen. Und? Habt ihr den Finsterling erwischt und erledigt? Habt ihr den Finsterling erwischt und erledigt? Also die ganze Sequenz hier müsste man eigentlich auch mal fixen, die ist ja wirklich Murks. Ha, ein weiterer Besucher, der meiner Gefolgschaft aus mich erledigen. Also dann müsste quasi der Held dazu eigentlich automatisch die und gleichzeitig so wenig. Drei ansprechen. Aber in wenigen Sekunden. Würde ich sagen. Naja. So, jetzt haben wir nämlich den Checkpot. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Also wir haben Warning Legal Parameter. Aber das ist alles irrelevant. Das letzte, was aufgerufen wurde, ist der Frame Trigger, also die Frame Trigger.
Dressing and Emptiness. Natürlich auch nicht so gut. Ist halt die Frage, ob das das Problem ist. Okay. Erstmal Gothic killen. Das Gute ist, dass wir es nachgestellt kriegen. Genau, hier wird attackiert. Ja, da wäre es gut, wenn dabei stehen würde, wo. Das ist ja so überhaupt nicht hilfreich. Okay. Ah, was habe ich denn da gemacht? So, jetzt muss ich überlegen, wie ging denn Log-Entries in Gothic? Debug-Log oder so? Boah, wo passiert denn das mal? Oh, da... Nee. Wo ist denn das? Ah, wo ist denn... Nee, hier ist es drin. Picklock. Genau, sollte hier nie ankommen. Welcher Fall ist denn das? Be broken open. Also das passiert, wenn... Weiß ich auch nicht genau. Also ich weiß nicht genau, wann diese Funktion immer aufgerufen wird und was Success und Broken Open ist. Aber das müsste gewesen sein, wenn halt der Dietrich abgebrochen ist. Und das ist, wenn die Truhe insgesamt erfolgreich aufgeht. Achso, nee. Broken open? Achso, das ist, wenn es geöffnet ist. Ach, aber da müsste das doch eigentlich ständig hier reinkommen, oder? Also wenn es erfolgreich war, ja, ist eigentlich egal. Mir geht es bloß darum, wann kommt dieser Fall und ist das ein Problem? Aber ich habe es nie als Problem festgestellt, deswegen löschen wir einfach mal die Ausgabe. Was soll schon schief gehen? Hab ja auch ich eingebaut. Aber wie finden wir jetzt raus, wie das kaputt geht? Oh Gott, wie geht denn das wieder? Ja, auch ein Bullshit hier.
So. Jetzt geht's halt. Hoffentlich. Was gibt's denn eigentlich sonst so Neues in der Welt des Gothic-Moddings oder auch bei den Mods? Habe ich irgendwas Wichtiges verpasst in den letzten Jahren? Also modtechnisch habe ich ja einiges mitgekriegt, weil ich es ins Bein eingebaut habe. Aber sind noch irgendwelche interessanteren Projekte wirklich aktiv in Entwicklung? Und war einer von euch auf dem Moddertreff? Und habt ihr den Finsterling erwischt und erledigt? Fertig wird. Dann Dämonenjäger der Nacht natürlich. Aber was gab es denn sonst noch für zumindest Singleplayer-Mods? Multiplayer war ich ja nie drin. Achso, es gab doch irgendwie noch einen Odyssey-Nachfolger, oder? Ist das Odyssey 2 oder ist das was anderes, nur von den gleichen Leuten? Also Black Pirate und Co. Erlian, was ist denn Erlian? Janus, ich auch weiß. Und? Nicht. Habt ihr den Finsterling erwischt und erledigt? Aber gab's dann Erlian 1? Ha, ein Michel, aber ein. Und bleiben bei 0 HP? Nein. Hab ich gespielt, okay. Scheint ja in bleibender Erinnerung geblieben zu sein. Erilan. Okay. Ja, kurze Mod. Gucken. Habe ich auf jeden Fall mit 5 Sternen bewertet. Kann so schlecht nicht gewesen sein. War keine Bilder oder laden die so langsam? Erilan, Erilan, Erilan. Tatsache, 2 Stunden. Oh, wenn Tyra das sehen würde. Ich immer nur noch 5 von 7. Was fehlt mir denn da? Aufbusch? Ja, okay, das Achievement ist unmöglich.
Eine Reiche beim Bogenschießen 50 Punkte. Naja. Teil 2 wird größer. Ach, da gab's doch noch Cythera. Was ist denn daraus geworden? Das, oh Gott, wie hieß denn der Modder? Oldcoin? War das Oldcoin? Ich glaube, der hat es anders genannt, oder? Also die Vollversion. Die hat er umbenannt, glaube ich. Oder soll es eine andere Mod sein? Und dann gab es doch noch so ein Projekt. Ach. Oh, ach, verdammt. Gab noch so ein Zwei-Mann-Team, was zu Weihnachten vor ein paar Jahren, also vor, keine Ahnung, 6 Jahren oder so, eine kleine Mod rausgebracht hat. Die hieß, glaube ich, auch Prolog und ich glaube, es war noch irgendwas mit Belia im Namen. Und die wollten ja eigentlich auch eine richtige Mod machen. Ist daraus jemals was geworden? Oder ist das noch in Arbeit? Habe ich damals auch gespielt. Obwohl, das muss eigentlich... Ja, ich glaube, ich habe es nicht auf dem Let's Play-Kanal gespielt. Also es muss deutlich früher gewesen sein eigentlich. Ah, wie hieß denn das? Kann ich gleich nochmal nachgucken in der Datenbank. So, mal gucken. Also es ist jetzt zweimal nicht passiert, der Freeze, aber es ist vorher halt auch schon nicht passiert, bevor ich es gefixt habe oder eventuell gefixt habe. Beziehungsweise bevor ich es das erste Mal reproduziert gekriegt habe. Also. Und, habt ihr den Finsterling erwischt und erledigt? Ja, Mann, ich weiß, dass es falsch war. Leg dich nie wieder mit mir an. Ich habe kein so schlechtes Gefühl. Wir bauen jetzt erstmal ein, dass die uns direkt angreifen, weil das geht mir echt auf den Keks. Das müsste ja quasi dann im Dialog mit... Wie spricht man das jetzt aus? Lich oder Lich? Eigentlich heißt es doch Lich, oder? World Insert Kobold? Nee. Okay, also die werden auf feindlich gesetzt, aber das hier wird quasi nicht ausgelöst. In Passive Perception. Aber... Man weiß sich ja zu helfen. Wie war denn das? Attack Reason. Skill. Dann machen wir dieses und jenes. Und testen. Achso, jetzt habe ich nicht nachgeguckt, wie die Mod hieß. Die Rache Belias Prolog. Nee, keine Ahnung. Rache Belias ist aber was anderes, oder? Aber es gab's auch. Ich glaube, das war der Delay, bis sie angreifen.
Ach ja, so viel vergessen, was das Modding angeht. Und, habt ihr den Finsterling erwischt und erledigt? Ha, mich aber ein Wien. Wunderbar. Ich sollte ihn vielleicht einen kleinen Delay geben, weil sonst ist es echt übel. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie ich die dann besiegen soll, wenn ich dann nochmal hingehe. Also im Let's Play. Oh, das ist doch schön hier. Immer eins versetzt. So, wie hieß denn das jetzt? Irgendwas mit Prolog. Der Kreuzzug Belias. Ja, das meinte ich. Gibt's eigentlich Fisk 2033 noch? Der war ja früher auch recht aktiv. Und der hat, glaube ich, auch noch an einem Mod-Projekt gearbeitet, aber... lang nichts mehr gehört. So. Wie Ice Dancer nicht gespielt? Was ist denn da los? Ich dachte, du hast jede Mod gespielt. Sowas. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Wann kommt eigentlich Legend of Azun 2? Du weißt doch da bestimmt was. Ach ja. Das ist ja eine der wenigen großen Mods, die rausgekommen ist, ne? So viele, die früher angekündigt waren in meiner aktiven Zeit. Und? Habt ihr den Finsterling erwischt und erledigt? Nur Odyssey und Legend of Azun. Und halt Xeas Rückkehr. Ist schon echt krass. Okay, wir schauen als nächstes, warum, also ha, was genau triggert das, der meiner gefolgt Michael, aber so wirklich hat die Delay jetzt hier aber nicht, Freunde. Aber jetzt muss ich überlegen, wie das wieder ging. Alles Zeug, was ich halt jahrelang nicht benutzt habe. Wir brauchen eine AI-Function und brauchen ein... einfach nur AI-Function, okay. Ja, easy. Und zwar machen wir... AI-Function self Rich Palace Attack Hero und dann machen wir so, und jetzt muss das, glaube ich, hier hin, oder? Bridge, Palace, Attack Hero.
So. Leute, es fehlen immer noch 2 Follower. Ich habe 6 Zuschauer, das sind bestimmt nicht alles Follower. Da muss schon ein bisschen mehr gehen. Sollen wir das nächste Woche eigentlich wieder machen? Also ich habe noch nicht so wahnsinnig viel geschafft, aber dieser eine Bug, der nervt mich halt beim Spielen extrem. Deswegen bin ich froh, wenn der endlich mal weg ist. Wobei ich natürlich nicht weiß, wann ich den Patch veröffentliche. Das heißt, ich weiß nicht, ob es mir fürs Let's Play noch so viel bringt. Und? Habt ihr den Finsterling erwischt und erledigt? Die üblichen Verdächtigen, ne? Das ist ein Dreier gespannt, oh Gott. Das ist mal das Gegenteil von Frenkeln. Was ist denn das Gegenteil von Frenkeln? Ha, Michael, aber in Wien. Ja, Mann, du wolltest das. Stirb, Mistkerl! So. Jetzt habe ich natürlich den Changelog zugemacht in meiner unendlichen Weisheit. Also, wir haben gefixt. Das ist das richtige englische Wort. Mir gefällt auch dieses Dialog hier nicht. So, also das haben wir auf jeden Fall behoben. Ja, nein. Ja, ja. Nein. So. Und dann haben wir eventuell noch behoben. Ich schreibe es mal als behoben in den Changelog rein. Müssen wir mal beobachten, ob das wirklich behoben ist, aber vielleicht haben wir ja Glück. So, dann gucken wir jetzt noch, wo Lich spawnt. Der Gute heißt hier. Okay, der wird von Xardas eingefügt. Aber irgendwer ändert ja seinen Tagesablauf oder so. Hä, steht hier aber nirgends. Aber müsste der dann da sein und ist es einfach nicht? In welchem Ordner ist der? NPC-Monster.
Okay, also theoretisch steht er immer an der gleichen Stelle. What? Immer rüberziehen. Nein, ihr seht meinen chaotischen Desktop. Ich frage mich, wie man früher gearbeitet hat mit nur einem Monitor. Das ist undenkbar. Ich habe jetzt quasi drei und weiß schon nicht, ob das reicht. So, also das. Go to NPC, yeah, go to WAP. Litch 11008 NW. No WAP found, okay. Gibt's nicht. Aber go to WAP war doch richtig. Okay, also hier sehe ich ja definitiv nicht. Das heißt, laut Skript ist er da. Naja gut, nicht zwangsläufig. Wer weiß, welche Abgründe sich da gleich auftun werden. Also eingefügt wird er hier von Xadas. Das NW. Wenn man über die Moorhexe geredet hat. Ja, okay, aber da muss es ja noch einen Dialog geben, wo der gespawnt wird. Jetzt irgendwas übersehen. Hier, wenn irgendwer besiegt wird. Ah, das ist es, okay. Gildenstory NL. Also, wenn man in der Nähe ist, kleiner 500, also 5 Meter, das ist halt schon wenig. Wenn man den Dialog gehört hat, ja. War das Licht kleiner 6? Ja. Das heißt 6 Sekunden. Und man den Dialog noch nicht gehört hat, weil dann wäre Lichia auch gespawnt. Dann ändert sich die Optik und dann wird er eingefügt. Aber das hat ja nicht richtig funktioniert. Aber er wird auch an 2 eingefügt. Und sollte dann an 3 stehen. Dann ändern wir erstmal das. Ja, dann sind sie nicht mehr verwundbar. So, dann gucken wir mal. Wie sind die jetzt? Aramis.
Gut. Der Dialog wird getriggert, wenn... Also wenn man weniger als 5 Meter zu dem Waypoint hat, machen wir mal 15 Meter. Wenn man den Dialog kennt, das weiß ich nicht genau, ob wir brauchen. Und wenn man noch nicht mit Xalas geredet hat. Dann kommt ein... Das war... Oh Gott, wie war denn das? Ich glaube so. Genau. Und dann macht der Hero sein Ding. Glitch. 15.00. Das ist dann das hier. Ja, jetzt müsste ich natürlich die Untertitel... Jawohl, wenn wir das nehmen, brauchen wir keine neuen Untertitel. So, dann brauchen wir das nämlich nicht mehr. Die Frage ist, das nochmal relevant irgendwo? Ich glaube nicht. Und dann bräuchte ich das hier wieder in einer... Self, Aramis, Vaughn, Lich. So, also die werden gedingst und Lich gespawnt. Und der ganze Klumbatsch hier kann weg. So, jetzt müsste der ganze Spawn-Prozess ein bisschen smoother ablaufen. Also Aramis müsste uns jetzt selbstständig ansprechen. Und wenn der Dialog fertig ist, den wir jetzt auch wegklicken können, verwandeln die 30 und Lich spawnt. So der Plan. Also, wir gehen rein. La 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 la. Achso, ich habe den Importen vergessen. Ja, okay. Wenn ich ihn jetzt anquatsche, ginge das? Nee. Das habe ich vermurkst, weil... Ah ne, ist aber ein Importen-Dialog. Also, das müsste ich kennen. Das müsste, aber eigentlich müsste es gegeben sein, alles. Das habe ich jetzt verbockt. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht?
Okay, also eigentlich müsste mich anquatschen. Boah. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wie mache ich eine Debug-Ausgabe? Nee. Print. Reicht mir erstmal. Also. Ja, zwei Fenster mit Text. Also wir machen einmal ein Print int to string von diesem hier. Dann machen wir ein gemacht. NPC knows info. Und wir machen ein into string npc knows info. Also wir bräuchten jetzt hier quasi einen Wert kleiner 15.000, eine 1 und eine 0. Ansonsten kann mir auch gerne jemand sagen, was ich hier falsch mache. Ich glaube ja nichts, aber man weiß es nie. Ach so, jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, das Problem ist, dass ein neuer Dialog bei einem bestehenden Save einfach nicht funktioniert, oder? War das so? Das wäre natürlich blöd. Aber wie war denn das? Das kann schon sein, ne? Neuer Dialog in bestehendem Save funktioniert nicht. Das wäre richtig blöd jetzt. Aber dann kann ich es trotzdem testen. Ich muss halt nur einmal neu starten. Und zwar New World. Und dann brauche ich dich wieder auf dem zweiten Screen. Bin ich nicht sicher, eventuell habe ich trotzdem gepfuscht. Naja, gucken wir mal. Also ich starte ein neues Spiel, ja, ist egal. Laber mich bloß nicht an.
So, dann brauchen wir einmal Toggle Told. Infomod. Ach komm jetzt. Portos High. Und dann machen wir Go to Waypoint Lich. Ah, den gibt's ja auch sehr gut. Gut. Und dann brauchen wir Mod 7291. Und? Ja, habt ihr den Finsterling erwischt und erledigt? Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ha, Michael, aber in Wien. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mist viel weniger. Gut, der greift mich jetzt nicht an, weil irgendwas davor kaputt gegangen ist. Also beziehungsweise weil er jetzt durch das Moderate abgelenkt war. Das heißt, an sich funktioniert die Sequenz jetzt so, wie es soll, und geht halt bloß nicht mit dem bestehenden Safe. Aber ist ja egal. Ist ja eh für ein neues Update. Muss ich dann bloß aufpassen, weil das halt nicht mehr Safe Game kompatibel ist. Also man kann nicht weiterspielen. So, dann würde ich sagen, committen wir das noch und dann, nachdem jetzt im Chat ja auch nichts mehr los ist, lassen wir es für heute und dann machen wir nächste Woche halt mit dem nächsten Bug weiter. Ich habe hier noch Spinnen vergiften und Gespräch Wendel Roman in Trialog umwandeln auf meiner Liste und dann können wir mal gucken, was ja, sonst noch an Bugs bekannt ist. Wenn ihr Bugs habt oder wenn im Forum was auftaucht, sagt den Leuten gerne, dass sie in den Stream reinkommen sollen. Dann können sie es mir mitteilen, dann können wir es live fixen. Ansonsten ja, gehe ich halt die Sachen durch, die ich weiß und auf die ich Lust habe. Oder schauen wir mal. Und ja, sehen wir dann, was wir da gefixt kriegen. Ja, Ice Dancer, wenn ich wüsste, was alles noch offen ist. nee, das ist nicht so gut. Habe ich das jetzt irgendwo hier? Habe ich natürlich nirgends mehr offen. GitHub, Bonnet CV XR. Also, was hier noch an Issues ist, es sind bloß 40 Sachen. Das ist nicht viel. Und die meisten davon sind Verbesserungen. Gut, den Bug kann ich nicht fixen. Das ist auch mehr, ja, doof. Das kann ich auch nicht beheben. Das ist auch kein richtiger Bug. Das ist mehr so eine Optimierung. Das ist eigentlich auch kein Bug. Also hier sind echt wenig Tickets. Und das sind die Sachen, die ich quasi protokolliert habe. Ja, lustig, das mit dem Theaterstück habe ich in der letzten oder vorletzten Let's Play-Folge angesprochen, also die ich aufgenommen, aber noch nicht veröffentlicht habe. Also für entweder diesen oder nächsten Samstag. Ja, könnte man natürlich auch einbauen. Oder halt die Quests, die Ice Dancer und Co. geschrieben haben von Axon. Hier die Ziegen-Quest müsste noch von Axon gewesen sein. Gut, die Ork-Quest macht natürlich wenig Sinn. Ja, jetzt hören wir auf mit altem Lager. Altes Lager ist ja wirklich Grütze. Das müsste man eigentlich nochmal komplett rausschmeißen und neu machen. Aber Spoiler, ich glaube, das machen wir nicht. Aber altes Lager ist ja wirklich eine Katastrophe. Ja, reicht eigentlich. Ja gut, aber dann... Ja, okay. Ja, wir können ja mal durchgucken dann. Ich würde sagen, da schauen wir dann einfach nächste Woche mal, was wir halt so finden an Bugs.
Also entweder was halt vorher noch oder live dann reported wird. Oder dann gehen wir halt. Ja. Wir können auch wirklich die Komplettlösung mal durchgucken, aber die ist ziemlich lang, ne? Ceres. Komplettlösung. Also ich bin mir schon ziemlich sicher, dass die alte Lagerstory an sich funktioniert, aber ich glaube, man muss wissen, wie es funktioniert, damit es funktioniert. Und das ist natürlich nie eine gute Voraussetzung. Weil, ja, wer es zum ersten Mal macht, weiß ja nicht, wie es funktioniert. Und man will ja auch nicht mit, wie heißt's? Komplettlösung nebenbei spielen müssen. Ja, wir schauen mal kurz rein. Und dann. Also, damit ich überhaupt mal weiß, was da so aussteht. Oder drin steht. So, das ist jetzt in Bein nicht, sondern in E Bein Mods 77 Komplettlösung. Also ich sehe keine Fehler hier. Alles bestens. 1.06, na, das ist ja total veraltet. Es gibt doch schon 1.09. Lehrer, Zusatzarbeit, bla bla bla. Kapitel 1, Quests. Ja, wie finde ich denn das jetzt am besten? Das sind ja doch ein, zwei Seiten. Ach du Scheiße, wie lang ist denn das? Ja, okay. Das ist nur fair. Allgemeine Hilfen. Insert Codes, ja. Achso. Oh, was ist hier passiert? Okay. Danach insertet ihr Xardas. Packt sich Xardas weg, wenn ihr aber schon so weit seid. Agisrim, könnt ihr das tun? Ja, okay, Ja, okay, das ist immer. Also, das ist. Ja, das ist ein Problem. Weil wir oft den Fall hatten, dass manche NPCs, also vor allem Xardas, für mehrere Quests an mehreren verschiedenen Orten gleichzeitig gebraucht wurde. Und das dann teilweise durcheinander gekommen ist. Okay, dann gucken wir mal. Zusatz. Zusatz, das ist. Sollen aber am nächsten Morgen mit ihm und ein paar Anwärtern zum Trainingsstand? Okay, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ja. Tipp. Was? Hier wird am Safe Game rumgepfuscht? Achso. Okay, auch interessant.
Er will, dass viele geile Weiber mit an Bord sind. Ja, Leute. Ah, ja, okay. Ja, das mit dem am nächsten Tag und sowas ist auch nervig. Ah, ja. Also, mir fallen spontan drei Frauen ein, die man mitnehmen kann. Sagitta natürlich. Dann, Okasia kann man, glaube ich, auch mitnehmen, wenn man die Diebe-Story abgeschlossen hat. Dann Velaya. Und, wie hießen die? Uriela? Hieß die so? Spielbreaker. Ja, okay, also ich sehe schon, es wird ein bisschen Arbeit, das hier durchzugehen und die ganzen Sachen zu finden, aber also das ist auch geil. Okay, Leute, also wir finden hier auf jeden Fall genug, glaube ich, um wahrscheinlich mehrere Wochen zu füllen. Dann gucken wir mal, ob sonst noch was anfällt bis nächste Woche. Ansonsten, ich habe hier, wie gesagt, auf meiner Liste noch zwei Sachen stehen. Dieses Wochenende, nee, da nehme ich keinen Xerxes-Rückkehr auf. Das heißt, da kommt auch auf der Liste zumindest nichts dazu. Vielleicht pflege ich die mal noch ins GitHub ein, damit die da auch archiviert sind. Und dann gehen wir hier diese Liste durch und oder Liste, naja. Die Komplettlösung und schauen mal, was wir da an Bugs noch finden, die wir beheben wollen können, sollten. Ja, wird manches bestimmt ein bisschen aufwendiger. Gut, aber dann danke ich denjenigen, die hier dabei waren, besonders denen, die natürlich auch was geschrieben haben. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder im Stream. Wer Lust hat, natürlich auch im Let's Play oder bei den anderen Videos. Oder ihr könnt mir natürlich auch jederzeit bei Discord schreiben. Da bin ich ja eigentlich jeden Tag erreichbar. Also dann, Tschüssikowski.